Also wenn ich in Berlin an Digitalisierung und Verwaltung denke, dann fällt mir eins ein, nämlich machen. Machen ist das, was hier fehlt. Es ist dringend notwendig, die Verwaltung zu digitalisieren und die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Denn nur so können wir dazu beitragen, dass schnellstmöglich wieder Termine in den Berliner Bürgerämtern verfügbar sind und dass das Verwaltungschaos abgebaut wird. Also mein Wort, machen. Also als Initiator eines Volksbegehrens Berlin braucht Tegel habe ich eins daraus mitgenommen. Wir haben im Dezember letzten Jahres das Volksbegehren gestartet und haben bis Anfang dieses Monats immer noch vom Berliner Senat zur Kenntnis nehmen dürfen, dass das alles rechtlich nicht geht. Mit Auftakt, Aufschlag unseres Volksbegehrens ist deutlich geworden, es geht, es ist machbar. Das K.O.-Argument ist abgeräumt. Es ist rechtlich möglich, Tegel offen zu halten. Und das ist im Übrigen ein Ergebnis des Volksbegehrens, was wir initiiert haben, dass durch Beteiligung und durch einen Weckruf der Berlinerinnen und Berliner der Senat sich auch nicht mehr wegducken konnte, sondern klar geworden ist, Tegel kann man rechtlich offen halten. Jetzt geht es in die zweite Phase. Und das ist Motivation für alle und für mich und die weiteren Initiatoren, dieses Volksbegehren auch zu einem abschließenden Erfolg zu bringen. Ja, Partizipation und das Mitmachen ist in der heutigen Zeit unheimlich wichtig und für mich auch als Initiator eines Volksbegehrens ist eins klar geworden, dass eben, wenn man etwas machen will, anpacken muss und dass es dann auch Erfolg hat. Man darf nicht jammern, sondern man muss die Ärmel aufkrempeln und loslegen. Und wenn das dann noch viele weitere tun, so wie beim Volksbegehren Tegel in Berlin, 23.000 Bürgerinnen und Bürger mit uns zusammen in der ersten Phase und in der zweiten 174.000, dann wird man gehört, dann passiert was und dann kommt was in Bewegung. Und das erwarte ich von heute.